Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe und wir kämpfen in Richmond weiter in der großen Schlacht der hohen Verluste. Weitere unserer Brigaden kommen nördlich endlich auf dem Schlachtfeld an. Sichern Sie die Gräben vor dem Einbruch der Nacht, sonst kann unsere Offensive nicht weitergehen. Wollo, machen wir doch. Ich habe Wollo gesagt, was heißt denn Wollo? Ich denke mir schon neue Wörter aus. Man muss dazu sagen, während der Aufnahme... Also ich mache die Schlacht, wisst ihr ja, immer komplett, direkt hintereinander. In meinem Raum hier sind gefühlt 30 Grad. Ich schwitze wie Öl und... schwitze halt. So, einfach straight nach vorne. Steck ich da mal hin. Ich weiß nicht, warum ich jetzt noch Einheiten bekomme. Ob das noch irgendwo Sinn macht, keine Ahnung. Gucken wir mal. Die sind wir ja quasi, die sind ja immer noch fast am... Ja, genau. Nee, du. Komm mal dahin, genau. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus hier. Besser als die Runde von letztes Mal. Da kommt die Verstärkung. Hier machen wir sie gerade Platz. Komm mal darüber. So, Major Force, Ronnie Force wurde hier verwundet. Oh, Nahkampf. Gut, läuft. Fantastisch. Weiter nach vorne. Weiter nach vorne. Weiter nach vorne. Aber nach vorne nur. So, komm mal nach hier hin. Komm hierher. So. Halt, in den Wäldern. Müssen sie nur hier aufhalten. Halt, mehr brauchen wir ja nicht. Hier schießen wir sie auch bitte aus dem Wald. Das ist mein Wald, ne? So, Kanonen ziehen wir nochmal nach. Und jetzt haben wir hier auch noch ein paar Freiwillige. Aha, da sind auch noch Einheiten. Ihr holt euch bitte die hier. Wie ihr wollt. Jetzt mal nach hinten kommen. Das wird hier die Verstärkung. Wenn wir sie hier aus dem Wald haben, schießen wir sie auch einfach nur nach Hause. Kanonen wären immer ganz gut, weil Wickham wird der erste Kandidat sein, der läuft. Ansonsten sieht es doch recht angenehm aus. Oh, hier sind Einheiten. Komm mal hier rüber. Du kannst weiter vorbei. Weiter vorbei. Und weiter vorbei. Diese 26 Sekunden sind doch die längsten 26 Sekunden, die es gibt, oder? Und ein Stück vor, ich will diesen Wald haben. Oh, die kriegen schon Verstärkung von unten. Das ist natürlich unschön. General Evil gesichtet, aber von wo? Wo ist der?
Evil Knievel. Da ist er. So, komm mal da hinten lang. Komm mal da hinten lang. Komm mal da hinten lang. Zwei Evils Leute gleich schön Hallo sagen. General Evil. Laufen, Jungs. Ihr könnt das. Ich kann das. Ich weiß das. Laufen, 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 laufen. So. Ihr müsst auch laufen. Tut mir leider leid. Aber wir metzeln sie schon gut am Rand lang. Wollen wir es wissen? Attacke. So, das war. Ich hab's schon weitergeklickt. Was war denn da gerade? Was stand denn da gerade? Verdammt. Ach, die Kackfestung. Obwohl wir die Gräben sichern konnten, ist es von entscheidender Wichtigkeit, die Festung nahe der Stadt einzunehmen, da wir sonst unseren nächsten Angriff auf Richmond nicht beginnen können. Unsere Verstärkung bringt unsere linke Flanke zum Besetzen. Was? Wir kriegen Verstärkung? Oh. Verstärkung. Aber es sind halt auch, ich glaube, ich habe einfach die an der falschen Position gesetzt. So. Kommt einfach mal da straight hin. Kanonen, Munitionwagen. Auch. Hätten es ja fast geschafft, aber naja. Nur fast. So, halt. Sag ich auch mal halt. Wir müssen ja einfach nur die Festung halten. Feuer. Vielleicht sollten wir ein, zwei Einheiten noch hier abkommandieren. Südliche Festung wurde umkämpft, ja. Ich weiß nicht, was für eine kurze Reichweite diese verdammte Kanone hat, aber schieß doch mal. Richtung, ein bisschen zurück.
der läuft schon. Ja, wir brauchen eher da die Verstärkung. Ich will sie wegdrehen. So, Colonel Rooney Miller wurde getötet. Hier gehen wir mal weiter vor. Wo ist meine Kavallerie? Wir hatten noch Kavallerie hier irgendwo. Mich geirrt? Ich irre mich nie, wenn es um Kavallerie geht. Nee, habe ich mich verguckt. Weil diese Kanone könnte man jetzt easy peasy mit Kavallerie platt machen. Haben wir nicht. Schade. Oh doch! Attacke. Attacke! Vielleicht kriegen wir sie über diese Flussbiegung. Das könnte uns vielleicht für die nächste Schlacht einen Vorteil geben. Das ist jetzt so die ganze Idee an, bei dieser Aktion. Nichts anderes. Okay, übertreten, Fluss übertreten. Sind die Kanonen auch mal da? Kavallerie nur mal die Seite abschreiten. Ich habe mal einen Auftrag für die Kavallerie. Oh, der Feind schwimmt. Kavallerie, neuer Auftrag. Holt euch die Kanonen. So, unser Angriff hat zu lange gebraucht. Was? Warum braucht das immer? Ich raff das mit dem Spiel manchmal nicht. Er zeigt hier ewig 36 Sekunden. In der Spielzeit ist aber schon eine Stunde vergangen. Wir hatten, seit wir das Spiel angefangen haben, das hier unter Kontrolle. Das Schlachtfeld ist da hinten und trotzdem zeigt er an, es wird umkämpft. Also manchmal regt mich das Spiel auf. Man kann echt nicht nachvollziehen, wie die Zeit vergeht. Ist das echt Real-Time oder ist es diese Time? Auf jeden Fall ist das zu langsam. Ich glaube, beim Start waren es 36, 39 Sekunden. Na, von da kriegen sie Verstärkung. Nicht zu wenig. Rückzug. Rückzug. Neu formieren, zurück. Kanonen. Oh ja. Kavallerie, zurück. Oh Mann. Hier auch, zurück. Der Angriff war mir zu ungeordnet.
Oh, Munitionswagen. Was war das denn jetzt? Ich habe schon wieder zu viel geklickt. Ich wollte... Oh. Was lädt er jetzt? Schlacht von Richmond, 16. März 1865. Gestern haben wir uns eins unserer bittersten Gefechte gekämpft. Wir haben viele gute Soldaten verloren, die schon seit Beginn des Krieges dabei gewesen sind. Wenn wir könnten, würden wir diese Schlacht vermeiden. Denn die stärkste Verteidigung der Stadt bietet die Konföderierten offensichtlich die Gelegenheit zur Vernichtung unserer Armee. Andererseits haben wir heute auch die Chance, den Bürgerkrieg zu beenden. Das gibt unseren Männern den Mut zur Weiterführung des Angriffs. Durch das Opfer tausender unserer Soldaten konnten wir Richmond östlich des Verteidigungsrings einnehmen. Nun bereiten wir uns auf unseren letzten Angriff vor, welcher der Union den endgültigen Sieg bringen könnte. So. Sind ja eigentlich alle geschwächt, ne? Tut mir leid, dass wir das jetzt sehen. Normalerweise könnte man das rausschneiden oder... Ja, aber ich habe da keine Lust zu. Dann machen wir doch lieber hier ein paar Grünschnäbel rein. Steuer, komm, kriegst ein paar Veteranen. Ist einfach der falsche Brigadier oder was? Ach so. Oh, einfach ein paar Leute aufwerten. Man sieht alle ein bisschen geschwächt, aber einfach ein bisschen was reinbuttern. Leute haben wir noch genug. Ja, zu wenig Waffen. Ehrenbrigade. Ist ja echt. Komm. 62.000. Was soll's? Kriegt der. Kommt. Na gut, da fehlt uns einfach nur die Waffen und die Vorgesetzte. Der hat ja gar nichts mit der Lane. Halt andere Waffen, mein Gott. Ach, kann ich nicht? Warum das nicht? Na gut, euch hat's ganz schön erwischt. Jetzt noch die Stadt erobern. Warum kann ich jetzt hier keine Gewehre wechseln? Kein Geld? Boah, hier fehlt's ja richtig an. Yes, sir. So einen großen Vorgesetzten brauchen wir dann nicht. Yes, sir. Jetzt reicht das Geld fast nicht, ja? Yes, sir. So, die waren auch schon, glaube ich, nicht im Einsatz, oder? Hm. Also Männer haben wir genug, aber zu wenig Waffen und, ja. Einfach hier und da ein bisschen was dazu packen. Zweiter Korb scheint am stärksten zu sein. Wenn nicht. Gut, dann machen wir weiter. Attacke. Gestern ist es uns gelungen, die östlichen Schanzwerke einzunehmen, indem wir die Befehlsstände hier
und hier eingenommen haben. Ja, und hier. So. Jetzt geht's dahinter weiter. Oh Gott. Stimmt. Da ist ein richtiger fetter Verteidigungsring. Heute werden wir Richmonds Ostseite angreifen, doch es wird nicht leicht werden. 5 Festungen und starke Grabennetzwerke umgehen die Stadt. 2 Festungen dominieren die südliche Verteidigung. Eine die östliche Route. Aber wir fangen von oben an, hoffentlich. Und die andere hier. Wir müssen eine nach der anderen, glaube ich, einfach. Ja, oh, ach, da ist auch noch eine. Oh, 5 waren es. Und diese hier riegelt die Nordseite der Stadt ab. Unsere Armee wird den Angriff aus dieser Richtung beginnen. Aber überall sind Gräben. Wenn die Konföderierten anfangen, ihre Streitkräfte nach Norden zu verlegen, starten wir einen simulierten Angriff. Simultan. Oh, ich bin auch schon simuliert. Angriff aus dem Osten. Ja, da unten würde ich nicht angreifen. Und Südosten. Erstens sind das die schwächsten Leute, die ich habe. Und zweitens ist es die dickste Befestigung, die ich da gesehen habe. Können die höchstens mit Kanonen so ein bisschen in Deckung halten, aber das war's. Ja, und dann alle in die Stadt rein, schon klar. Ja, los, zum Angriff. Diese Festung muss eingenommen werden, um unseren nördlichen Vormarsch zu sichern. In etwa 2 Stunden wird der Rest unserer Armee gleichzeitig von allen Seiten angreifen. Holla die Waldfee. So. Mehr haben wir dann nicht mehr. Das sind Heinrichs Reste. Hallo, kann ich was nehmen? Muss ich alles einzeln nehmen? Habe ich da eine Lust zu? So, Heinrichs Reste Rampe. So sind die Kanonen schon in Position. Reserve, 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 Reserve. Nahkampf. Ihr überlegt euch sicher, was ich hier gerade mache. Ich auch. tja, wie machen wir das denn hier? So, ich habe jetzt mal unterteilt. Ich habe 2 Gruppen gemacht, quasi. Die sollen sofort quasi die Befestigung in Angriff nehmen, frontal. Die kommen nachgerückt, weil hier kriegen sie unter Feuer. Die sollen versuchen, hier durchzubrechen, in den Wald zu kommen, dass wir diese Befestigung einfach auflösen. Erst dann können die mittlere Sektion angreifen. Gut. Hauptfindlich passt das so. Startbattle. Weil viel Zeit haben wir nicht, sehen wir schon. So, ihr dürft alle laufen. Ja, fängt's an. So, Attacke, laufen. Hinterher, hinterher sage ich, laufen. Nicht. Laufen. Laufen. Hinterher, laufen. Laufen. Ich muss Einheiten sehen. So, warum sehen wir da nichts? Weiter vorrücken. Nachrücken.
Nachrücken, 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 nachrücken. Das sind wirklich nur Kanonen. So. Und Pause. Die Kanonen, die wir haben. Feuer auf Williams. Ihr läuft erstmal ran, ran, ran. Und ihr schießt auf Williams. Ihr werdet den ersten Nahkampf sowieso gleich zurückschlagen. Heinrich unterstützen. Jetzt haben wir nämlich hier Platz, oh Wunder. Dann können wir nämlich die im Angriff nehmen. Feuer. Okay. Weiter. 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 Hier irgendwo ist auch der Feind. Nahkampf. Boss, Nahkampf. Zacke. Sieht das schon mal gut aus, ey. Bestimmt 5000 Mann haben schon verreckt, um diese scheiß Position einzunehmen. Alle laufen. Attacke, Drayton. Heinrich, nach vorne. Schäfer, nach vorne. So, rüber. Nördliche Festung ist gesichert. Ist ja der Hammer. Soldaten, weiter. Liz, weiter. Gucken wir mal, was hier so ist. Vielleicht brauchen wir die Position ja noch. So, das ist jetzt unser auf jeden Fall. Gut zurückgeschlagen. Fangen haben wir auch gemacht.
Ihr habt euch den Feierabend verdient. Einheiten gleich drinnen lassen. Weil wir wollen ja die Stadt ja auch behalten. Oder diese Position. So, da kommen die nächsten. Komm mal rüber. Feuer. Nachrücken. Rüber. Rüber. Nachrücken. Heinrich, komm hier rüber. Okay, nächste Linie. Vorrücken. Vorrücken. Weiter. Weiter. Ihr kommt nach außen. Abmarsch. Übertreten. Und weiter. Metzeln wir sie ab. Heinrich zur Unterstützung. Rüber. Dich packe ich mal als Reserve da rein. Und die Kanoniere können auch schon mal weiter vorkommen. So. Kommen die nächsten. Auf die Kanonen. Und lass sie laufen. Festung wird immer noch 31 Sekunden über, lang unter, umkämpft. Willst du mich verarschen? Wo wird denn hier was umkämpft? Wir sind ja schon und essen gerade Mittag. Quasi. Wir haben hier keinen Platz mehr gleich auf der Karte und es wird mir gesagt, oh, der Feind ist da noch umkämpft und so, ne? Das ist der größte Beschiss hier mit der Zeit. Regt mich nur so ein bisschen auf. Aber es liegt auch an der Wärme, dass ich keine Klimaanlage habe. Oder kein Ventilator gerade. Das ist alles nur im Keller, weil ich mit dieser scheiß Wärme noch nicht gerechnet habe. Achso, und ich wollte mir, ja. Ich wollte gerade was sagen, ist aber schon Geschichte. So. Puh. Wobei einmal gekommen. Ja, sind noch auf dem Weg, okay. So, halt, weil hier ist der nächste Verteidigungsbereich. Löwe hat aufgegeben. Darfst in die Festung. Kannst du mir noch einen Tee kochen? Danke. Und hat auch aufgegeben. Entschuldigung. So, beginnen Sie den Angriff aus dem Osten. Wer war das? Ich hoffe, das war... Hä? Der ist ja hinter mir. Die Mehrzahl unserer Brigaden kann nun die Ostseite der Stadt angreifen. Zögern Sie nicht, Brigaden... zögern Sie nicht. Bringen Sie Ihre Männer nach vorne. Hä? Ah, da. Unsere Hauptziele sind die Festungen. Konzentrieren Sie sämtliche Feuerkraft bei den Festungen. Ist diese hier und diese hier. So, konzentrieren Sie erstmal den Pause-Button. Danke, Pause wurde aktiviert. Grant. Grant hat eh nicht die geilsten. Reicht mir erstmal, wenn ihr hier über diesen Fluss übertritt. Die Kanonen reichen mir auch erstmal, wenn sie auf dieser Seite sind, dass wir diese Befestigung da in Beschuss nehmen können. So. Dann haben wir hier ganz viel. Das ist McKellen. Ich glaube, das erste Mal, dass der im Krieg ist. Das ist der vierte Korb. Vierte Korb. Das vierte Korb darf die Kanonen hier... Oh. Jetzt habe ich die auch noch gehabt. Nicht. Ihr sollt erstmal hier ran. Ist doch ganz schön viel. Das ist ja noch mehr. Fuck you, ey. Wo kommen denn die ganzen Einheiten her? Die werden noch nie im Leben
da ankommen. Ah, hier haben wir doch schon alles, das ist hinter mir gewesen. Ich weiß nicht, ob da schon alles clean ist. Müssen wir mal gucken. So, jetzt sind wir hier mehr am Bewegen als alles andere, glaube ich. So, das ist nämlich jetzt genau das, was ich mir schon gedacht habe. Die Kanonen sind viel zu weit weg. Feuer auf die feindlichen Kanonen. Ihr vier greifen jetzt hier an. Der Rest kann noch ein bisschen zögern. Die sollten ja straight nach vorne. Und die sind noch gar nicht in Bewegung. Gucken wir mal. Die sind auch alle nicht in Bewegung hier. Die schon. Ich weiß nicht, ob in dem Wald was ist. Habe ich den geguckt? Ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. So. Dann greifen die einfachen Einheiten von der Seite an und wir ja, von der anderen Seite. Dann können wir die Kanonen schon im Feuer nehmen hier so. Vielleicht werden wir auch die Kanonen schon los. Wäre sehr schön. Das sind viele Kanonen. Einrichtung unterstützt das Ganze. So rum. Dann haben wir sie wirklich umzingelt. Derzeit können hoffentlich sich die Kanonen hier mal aufbauen. So, Pause. Wie wir gerade festgestellt haben, ist da gar nichts. Weiter. Sind auch schon alle da. Weiter. Weiter. Ich kann es ja echt hier echt. Weiter. Hier könnte aber echt was sein. Kanonen packe ich auch schon mal hier rüber. Grant, komm hier rüber. So. Schießen wir die Saubude zusammen da. Nur beschießen, halt, nicht Nahkampf. Nahkampf wollte ich nicht. Weiter. Müssen diese Kanonen da wegdrängen. So, genau, auf die da schießen. Wunderbar, dann können wir nämlich die hier weiter rumziehen.
Ihr dürft auch gerne laufen, wenn ihr wollt. Weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne. So, ihr dürft weiter nach vorne. Einfach nach vorne, nach vorne, nach vorne, Heinrich, nach vorne. Ich habe so viele Einheiten, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Nach vorne. Attacke. Holt ihr euch die Schweine. So, Kanonenfeuer frei. Jetzt sehen wir da auch mal was. Nur schießen. Entschuldigung, nur schießen. Auch ihr, nur schießen. So, dann haben wir hier ein paar Einheiten. Blume, hast Feierabend. Du kommst weiter, du kommst weiter. Du kannst hier drinnen bleiben. Hier die 1000 Mann, Feierabend. Gibt das da ein? Ihr kommt alle einfach marschieren. Nach vorne. Halt, kein Nahkampf, nur schießen. Ah, vielleicht doch zu nah. So, einfach nur ein bisschen ran. So, das sieht doch gut aus. Ein Platz mehr auf der Karte hier, verdammt. So, Kanonen. Ihr dürft auf irgendwas schießen. Sucht euch was aus. So, ihr drei. Einfach mal dahin. So, Charge, Nahkampf. Los, über die Gräben rüber da. Bei den Einheiten kann man echt den Überblick verlieren. Weil ich habe hier echt keine Nahkampfeinheiten mehr, ne? Also wir können noch nirgendwo mehr hin, wir müssen da rein. Mann oder so, kommt einfach ran da. Aber endlich läuft da was. Ah,
komm, ich schick sie alle rein da. Was soll's? Einfach rein. Los, Männer, über die Mauern. Tötet sie alle. Irgendein Archer hat aufgegeben. Ja, ich glaube, das war's. Ne? Haben wir. Einfach mit Überzahl. Ganz klar. Noch mehr hat aufgegeben. Einfach überlaufen. So, warte mal, wir können ja schon mal was Schlaues machen. Wir haben hier tausende Kanonen, die wir einfach mal hier runterziehen. Gott, was habe ich da gemacht? Heinrich. Wir hätten noch weitere 5000 Einheiten gehabt. So, dann schicken wir sie einfach nochmal runter. Ich hatte gedacht vielleicht, dass da noch was in den Gräben sind, weil wir, glaube ich, nicht alle gesehen haben. Dann gehen die schon mal quasi alle schon mal in die andere Richtung. Die ganzen Kanonen brauchen wir auf jeden Fall für die Stadt. Wenn ich die wäre, würde ich mich ergeben. Also. Das dürften die letzte sein. Oh, was ist denn da? Supplywagen, okay, das sind wir nicht. Drei Festungen haben wir, ne? Das heißt, auf der anderen Seite, die andere Flanke müssten wir noch angreifen und dann die Stadt. Jawohl. So, dann machen wir hier wieder einen Break. Ich habe ja gesagt, ungefähr 5 Videos wären es und ich glaube, 3 haben wir schon. Ich schwitze wie nichts anderes und ich brauche was zu trinken. Und ja, bei dem warmen Wetter, ne, immer viel trinken. Darum mache ich erstmal einen Break. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo, würde mich freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.